Willkommen zurück zum Pokémon Karmesin DLC. Wir haben noch eine Sache, die wir noch nicht erledigt haben. Und zwar gibt es hier überall die Maskonis, die wir bekämpfen können. Ey, yo, es sind noch 7 Maskonis übrig. Brauchst du einen Tipp, wo du suchen musst? Ja, hau mal raus. Wo soll ich lang? Ah, folgt dem Blau, das dem Oniyama entspringt. Du findest mich im Schatten des Bambus oder so. Ja, such einfach mal. Ja, ich zeig euch, wo die 7 Maskonis sind. Die werden wir alle bekämpfen mit nicht mal 6 Pokémon. Wo ich eventuell auch ab und zu mal ein paar raus und rein switchen werde. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Es ist übrigens komplett egal, in welcher Reihenfolge ihr die 7 Leute hier bekämpft. Der erste ist auf jeden Fall hier in der Paradiesebene, ungefähr da, wo gerade Prächtibike steht. Dort unten. Und die haben alle relativ starke Pokémon von dem, was ich gehört habe. Also, ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir sind die Maskonis. Ich bin keine Mieze von den Maskonis. Mach dich bereit, denn die Sonne selbst wird nun dein Gegner sein. Okay, vielleicht hat sie Feuer-Pokémon oder so. Aber die Maske, die sie haben, finde ich cool. Das wäre mal cool, wenn man das irgendwie freischalten könnte, oder? Wenn man die alle besiegt. Man kriegt auf jeden Fall Belohnungen, wenn man alle besiegt. Deshalb, das ist nicht alles umsonst, nur fürs Farmen von XP oder so. Sondern man kriegt auch wirklich was davon. Und soweit ich weiß, ist das jetzt tatsächlich das Letzte, was uns noch im DLC fehlt hier. Dann haben wir eigentlich so ziemlich alles mehr oder weniger gemacht, kann man sagen. Aber damn, die sind wirklich stark. Also ihr seht, Level 75. Ich habe extra versucht, meine Pokémon ein bisschen niedriger zu halten, auch wenn es nicht immer leicht war. Und ja, so viel Damage mache ich nicht einmal. Und ich glaube, ich verrecke jetzt sogar. Was nicht gut wäre. Na gut, ich könnte ja mal rüber wechseln auf Freddy. Und zwar nicht wegen Blutmond, sondern wegen Erdkräfte. Das könnte es ein bisschen verleichtern. Boah, wie groß der ist im Kampf. Ich habe noch nie einen Kampf gesehen. Wow! Wie stark war das jetzt bitte? Ja, klar und schneller. Boah. Two-hittet einfach meinen Ursaluna. Okay, das ist krass. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin mit euch. Ich kann Siedewasser ausprobieren, ob ich da schneller bin. Aber ansonsten... Damn, das erste Pokémon, das Voluna, macht mich schon komplett kalt. Und das... Und wir haben 4 Pokémon. Aber okay, ist dumm. Es gibt mir nur Verbrennung. Macht keinen Damage. Also, keinen wirklichen Damage. Sandern guckt gern zu. Bam. Ich kann leider nicht rauszoomen. Deshalb drehe ich komisch irgendwie awkward die Kamera rum. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. So, was hast du noch? Skelabra. Oh, Geistfeuer. Oh, nee. Ah, bin ich schneller? Wenn ich schneller bin, kann ich drin bleiben. Kann ich gerade aber nicht einschätzen. Lass mal sehen. Nein. Nein, bin ich nicht. Ja, ja, komm, na klar. Ist halt sehr effektiv, was soll ich sagen. Boah, aber die sind krass. Können Farigiv reinschicken. Ich hatte vorher eigentlich Zitaten drin, aber es... Zitaten hat immer mehr Level bekommen und ich dachte mir so, jetzt wird es langsam overlevelt, jetzt muss ich mal langsam Rex switchen. Habe ich zwar hier freigetan, aber leider. Oh Gott! Gar kein Tank im Team! Ja, shit, ich glaube, den Kampf schaffe ich so gar nicht. Obwohl. Nee, das. Ich glaube, das wird nichts, Freunde. Außer es trifft einmal irgendwie nicht, aber ansonsten habe ich ja leider ein paar Schwierigkeiten in diesem Kampf. Verdammt. Vielleicht hätte ich mehr leveln sollen. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann versuchen, mich einmal komplett voll zu heilen. Gucken, ob das hilft. Mit einer Top-Genesung zum Beispiel. Vielleicht kann ja Ogapon das noch reißen. Ganz ehrlich, ich habe aber keine große Hoffnung mehr.
Ja, wenn die Kämpfe zu lang werden, dann werde ich die ein bisschen schneiden, aber ansonsten habe ich schon vor, die relativ in der vollen Länge zu zeigen, damit ihr auch sehen könnt, worauf ihr euch gefasst machen könnt. Doch, Ogapon, sollte ich mehr zutrauen. Ihm sollte ich auf jeden Fall, oder ihr sollte ich mehr zutrauen, ist ja eine sie. Tangulist, Pflanze, noch irgendwas, aber ja, Pflanzen-Pokémon, okay. Nach zwei Feuer-Pokémon mit Pflanzen-Pokémon? Kommt ein bisschen unerwartet. Das hat doch Typ Unlicht, glaube ich, ne? Ich glaube, es ist noch Typ Unlicht. Bam! Oh, der One-Shot. Ja, Ogapon ist einfach ein geiles Pokémon. Was soll ich sagen? Ist einfach ein geiles Vieh, man. I like it. Boah, Level 84. Rassella. Auch wieder ein Pflanze-Pokémon, aber sonst nichts. Pflanze pur. Aber cute. Aber leider nicht die alte Version. Na ja, gut, beide sind. Nice. Ja, komm, ich versuch's mal. Pollenknödel? What? Ich kenne die Attacke gar nicht, aber das war scheinbar sehr effektiv. Oh no. Können auch jetzt nicht beim letzten Vieh down gehen. Also jetzt mal ehrlich. Was mache ich jetzt? Sirup gehüllt und dann nicht, dass wir drei Runden in Folge gesenkt wird. Genau, Sirup-Bombe, falls ich es treffen sollte jetzt, hat bei dem Shiny eine eigene Animation. Die habe ich letztes Mal vergessen zu zeigen. Deshalb zeige ich sie jetzt mal. Da, und zwar ist es einfach vergoldet, statt dass es rot ist. Was ich voll krass finde. So, Initiative sollte sinken. Yes! Das ist sehr nice. Ich trau mich. Ich bin hochgelevelt. What? Ja. Erster Game Over hier. Wow. Der wird schwarz vor Augen. Du eilst im Pokémon Center, um die Pokémon vor mehr Schaden zu beschützen. Boah. Okay, dann muss ich das mal ein bisschen taktischer angehen, schätze ich. Ich war mal so nett. Alles klar. Okay. Oh, finally. Ohne Witz, der Kampf. Boah, das war so schwer. Nur noch Ogapon ist am Leben. Alle sind wieder verreckt. Ich weiß gar nicht, wie ich es noch geschafft habe. Einfach nur, weil ich dich gerade gebufft habe. Und ich mich mit Schwertanz gebufft habe. Und ich dann nochmal meine Signature-Attacke einsetzen konnte, habe ich irgendwie noch geschafft. Das geschafft, mich ein Mitglied der Maskerie zu besiegen. Ja, die sind so mehr oder weniger die bösen Bande hier in diesem DLC. Und ja, suchen wir mal den zweiten. Der nächste ist auch nicht weit weg. Und zwar können wir hier runterstürzen, direkt vor seinen Füßen. Wenn wir nämlich hier auf diesen Berg gehen, zum Beispiel hier hinfliegen oder so, oder hier hinfliegen, einmal hier die Runde machen. Und da, wo ihr dieses Ding hier seht, nach links, runterspringen, in die Pfütze rein. Dort wartet der Nächste auf uns. Wir sind die Maskonis. So weit rausgezoomt. Ich bin Kunizuna von den Maskonis. Gleich wirst du die Härte eines Eisbergs am eigenen Leib erleben. Okay, also Eis-Pokémon. Sehr, sehr mies, weil ich keine Feuer-Pokémon gerade dabei habe. Allerdings, das Ding müsste gleichzeitig Typ Gestein sein. Wo Holzgewalt natürlich sehr. Oh, was auch. Okay. Ja. Bam! Was sehr effektiv ist. Ich hab's, glaube ich, gar nicht erzählt, aber bei Ogapon habe ich zwei Attacken hinzugefügt: einmal Schwertanz, weil. Das ist Schwertanz. Und Holzgewalt. Das ist nicht so extrem stark, aber es zieht halt Leben ab. Das heißt, ich kann mich dadurch heilen und das ist natürlich sehr lustig. Ja, Tarnsteine hat es gerade eingesetzt. Das heißt, meine anderen Pokémon, wenn die reingeswitcht werden, kriegen Damage. Bisschen ärgerlich, aber passiert. Ja, Freddy ist leider ein bisschen unleveled. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen, tatsächlich. Frostetje ist ein Geist-Pokémon und ich riskiere es jetzt und versuche es anzugreifen. Mit Spukball. Wahrscheinlich werde ich einfach instant down gehen. Ich weiß halt wirklich nicht, wie schnell Vater Litscher ist. Hätte ich mal nachschauen sollen. Beziehungsweise, ich kann es ja direkt einfach mal nachschauen. Ja, wird jetzt von schwitzenden Stein getroffen, habe ich ja erzählt. Wenn ich jetzt hier Bericht gehe. Initiative. Oh, die ist ja richtig low. Warum versuche ich es überhaupt? Da ist es zu spät.
Ah. Ja. Mies. Aber passiert. Gut. Aber weil ich sowieso mehr oder weniger alle im Pokédex eingespeichert habe, wird mir zum Glück alles angezeigt. Ich muss nicht nachdenken, welcher Typ gut ist. Das macht es für mich ein bisschen chilliger, dass ich nicht denken muss, einfach nur wählen muss, was effektiv oder sogar sehr effektiv ist, wie zum Beispiel Knirscher. Leider werde ich jetzt wahrscheinlich trotzdem sterben, weil Firagarif oder Farigiraf ist jetzt nicht so ein krasses Pokémon, leider. Ich mag es einfach vom Design her. Deshalb ist es im Team. Ich mag es einfach nur. Ja? Lass mich Pokémon mögen, ja? Auch wenn es Trash ist. Lass mich mögen. Ich mag generell viele Pokémon, die einfach Trash sind. Keine Ahnung warum. Ich tue es einfach. Und sterbe ich? Oh, tatsächlich nicht. Oh. Nice. Bam. Ich sterbe wegen Eis. Nice. Na egal. Die armen Loturzel, die da in diesem Schneewasser jetzt rumschwimmen. Oh, hi. Schreit mich nicht so an von hinten. Was soll das? Oder sie feuern mich an vielleicht. Das kann ja sein, dass er echt nice ist. So, Frostedge ist down. Ich glaube, die haben alle vier Pokémon immer. Da bin ich mit fünf Pokémon gut aufgehoben. Boah, Level 85, eigentlich viel zu hoch, ne? Das kriege ich aber nicht mehr runter. Zumindest wüsste ich nicht wie. Geowatz. Typ Boden, Pflanze oder sowas? Ungefähr? Ungefähr müsste das stimmen. So, da kam mein goldener Apfel. Mein Notch Apple. Das war auch ein geiler Name gewesen, oder? Notch Apple? Naja, egal. Auf jeden Fall, der kann jetzt hier kämpfen. Ich denke, er wird das easy hinbekommen. Wer wird gewinnen? Ein kleiner Apfel voll mit Sirup? Oder ein großer Golem? Ja, die Antwort ist offensichtlich. Der kleine Apfel. Aber ich bin ja auch sehr effektiv. Er halt nicht. Mammute, boah. Was war das nochmal? Eis und noch irgendwas. Auf jeden Fall Eis, das weiß ich noch. Irgendwas mit Eis. Boah, wenn ich jetzt wüsste, was es noch für einen Typen hat. Ich habe es bisher noch nie benutzt. Ich weiß, die Vorentwicklungen sind super beliebt. Aber ich habe es wirklich noch nie benutzt. Ich pack erstmal Farigiraf rein. Einfach zur Sicherheit. Na gut. Ich kann es halt mit Doppelschrei versuchen, ne? Ah, er hat eben. Es könnte Boden sein als zweiten Typen. Das könnte sein. Bam. Und ja, ich versuche heute in dieser Folge alle in einen Part runterzubringen. Es macht irgendwie keinen Sinn für mich, das in zwei zu teilen. Kann auch so ein bisschen als Guide dienen für die Leute, die wissen wollen, wo alle sind und was für Pokémon die dabei haben. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger sein wird wahrscheinlich. Ist schon in Ordnung. Ich hätte mich wahrscheinlich heilen sollen. Ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. Ich habe gar nicht gedacht, das war es wahrscheinlich. Na gut, wenn das so ist, dann ist das so. Und Sir Driplin kann es ja nochmal probieren. Mich nervt es nur, dass das Menü alles so lang dauert. Immer so kurz standhält und man warten muss. Hier wird von Spitzenschein getroffen. So kann ich einfach mit A-Spam das schnell wegdrücken, weil ich weiß doch, was passiert. Oh, ich bin eigentlich ziemlich dumm. Warum setze ich ein Pflanzen-Pokémon an gegen ein Eis-Pokémon? Ich weiß auch nicht. Ich habe nicht nachgedacht. Ah! Hilfe! Einfach nur Hilfe. Das denkt ihr euch wahrscheinlich, wenn ihr mein Gameplay seht, aber das kann halt mal passieren. Ich muss mal gucken, vielleicht müsste ihr wirklich in zwei teilen, wenn das so lange dauert. Fußgänger müsst ihr am meisten damit machen. Außer ich sterbe instant wegen Erdbeben. Nee. Hätte sein können, weil Erdbeben ist eine sehr starke Attacke, aber zum Glück nicht. Ja, dann wieder da guckt. Ja, ja. So, ein Pokémon hat er, glaube ich, noch, oder? Oder war es das? Das war schon. Okay. Der war auch schwierig, aber nicht so schwer wie der erste. Das ist, du schaffst mich, ein Mitglied der Maskulin zu besiegen? Okay, sagen wir das Gleiche. Ja, alles klar. Aber Belohnung geben die einem nicht, oder? Bereue nicht, schließlich habe ich alles gegeben. Nö, mehr hat er nicht zu sagen. Okay, für den nächsten musste ich jetzt ein bisschen länger suchen. Wir wollen zum Kristallsee hinfliegen und hier, wo ich gerade stehe, ich habe das dafür so lange gesucht, ne? Hier gibt es eine Höhle. Super klein und super versteckt. Zählt auch zur Oniyama dazu. Hier findet man ein paar Items. Hui. Boah, das ist ja gruselig, hier runterzufallen, ey. Ja, und in einer dieser Eingänge befindet sich einer der Maskonis. Da ich aber noch nie in dieser Höhle hier war, würde ich mich gerne noch ein klein wenig hier umschauen. Luxusball zum Beispiel kann man ja auch finden.
neben den haufenweisen Geld. So. Okay. Da. Da ist sie. Ich bin Kotetsu von den Maskonis. Mit meinen Kampfkünsten habe ich noch jeden Gegner bezwungen. Ja. Ich höre weiter. Ah, da kommt nichts mehr. Ach so, ja. Nee, du, ich glaube, ich werde gewinnen. Scaraborn. Ja, Scaraborn ist natürlich schon krass, aber nicht so krass wie bei Ogapon. Lange nicht so krass. Außer viele, da macht mich One-Shot. Na, es war so klar, Alter. Ja, dann hat er gekriegt. Oh, es war so klar. Was soll ich sagen? Oh, Mann. Na gut. Wir müssen einfach unser Besseres geben. Nicht unser Bestes, unser Besseres. Vielleicht können wir es dann schaffen. Komm, Psychokinese müsste es eigentlich beenden. Außer Fehler, der macht das irgendwann. Ja! Klar! Ja. Okay. Okay, alles klar. Ja. Mhm. Ja. Alles klar. Ja, eigentlich nur noch Freddy. Die anderen beiden sterben instant bei Philander. Eigentlich kann ich doch noch mit Freddy versuchen, ob er mit... Ja, ob er mit Blutmond vielleicht... Ja. Alles klar, One-Shot halt jedes einzelne meiner Pokémon mit einem Crit. Was zur Hölle? What the hell? Ich bin einfach... Ich bin einfach an der Level, oder? Nee. Das brauche ich euch gar nicht mehr zeigen. Das ist lächerlich. So. Ich habe jetzt mal Freddy ein bisschen gelevelt und mein Fargier rausgetan, weil, naja, alleinstehend kann das Ding halt leider nicht so wirklich viel. Und dafür Delphi-Man reingetan. In der Hoffnung, dass ich mit ihm besser hin... Also die Kämpfe besser hinbekomme, weil Delphi-Man war ja auch im Base-Game... Mehr oder weniger mein MVP. Vielleicht kann es das hier auch sein. Warum ist Garbon trotzdem schneller und macht mich fast schon wieder One-Hit? Ey. Das regt mich jetzt schon wieder richtig auf. Was soll's. Ja, Akrobatik wäre natürlich nice. Ich versuch's nochmal mit Urgapon. Ich werde keine Attacke überleben. Nee. Wieder nicht. Okay, andere Taktik. Ich opfere meinen Apfel und heile Delphi-Man. Dann schicke ich ihn als nächstes rein und er macht den Finisher-Move. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was ganz gut funktionieren könnte. Mir gehen auch langsam die Tränke aus, ne? Auch nicht gut. Muss ich dann anfangen, die Top-Genesungen zu verschwenden? Ja. Also vielen da bei Scaraborn. Ich habe nicht gedacht, dass das hier in Gen 9 so extrem stark ist auf dem Level. Gut, da brauchen wir einfach nur den Helden in der Hoffnung, dass er es aushalten kann. Delphi-Man! Komm schon. Kobatik, bitte stirb nicht sofort. Please! Okay, good job. Jetzt macht's One-Shot. Das größte Problem ist schon mal weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre anderen drei Pokémon nochmal so viel krasser werden. Obwohl, Meistergriff. Kampfgestein oder sowas? Gar keine Ahnung. Das Ding. Akrobatik schätzt sich wieder. Das ist ein richtiger Tank. Ich verstehe schon. Und Donnerschlag. Klar kann es Donnerschlag. Klar. Natürlich, Spiel. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe nichts mehr. Ich kann gucken, ob Freddy noch irgendwas überlebt. Aber jetzt, wo ich ein paar Level mehr gegeben habe. Nicht viel. So 5 Level oder so. Ansonsten. Erhöht. Ja, aber ich überlebe ja keine Runde, oder? Oder was macht er jetzt? Konzentriert sich. Aber er fängt ja an, das ist das Problem. Blutmond! Yes!
Man kann sich immer auf die OP-Heiz des Blutmondes verlassen, zum Glück. Leider kann man die Attacke nicht zweimal hintereinander einsetzen, aber muss ich aufpassen. Galagladi, Psychokampf! Bro! Ja. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kann nicht zweimal Fog eingesetzt werden. Senkt eventuell speziell Verteidigung. Ich mache mal Gedanken gut. Verstanden. Ja. Alles klar. Alles klar, Spiel. Ja, bin wieder tot. Also, wow. Einfach nur wow. Ah, ich lebe sogar noch. Ey, ich darf auch angreifen. Cool. Das wird's aber nicht killen. Hälfte maximal. Ja, oder so, ja. Was soll ich machen? Es gibt nichts, was ich machen kann. Oder? Haben die anderen Pokémon noch eine Attacke, die ich nutzen kann? Ja, Delphi Man. Hier, ich habe noch einen Top-Beleber. Übelste Verschwendung, aber ich habe irgendwie noch die Hoffnung, dass ich den Kampf gewinnen kann. Auch wenn es nur ganz knapp ist. Aber ein normaler Beleber wird doch nicht ausreichen. Da muss ich schon full heal direkt in den Kampf reinkommen. So, ich habe nicht gespeichert vorher. Das heißt, der Top-Beleber ist jetzt wirklich weg. Was sehr ärgerlich ist jetzt schon. Delphi Man, bitte kill das Ding und auch seinen Nachfolger. Und stirb nicht selber! Bitte. Bitte. Ein Crit, okay. Ich glaube, ohne Crit wäre es auch gestorben. Hoffentlich. Okay. Grandiras. Was ist das? Drache irgendwas? Überlebe ich einen Angriff von dem Ding? Einen? Zwei? Kein? Oh nee! Der nächste Angriff, den ich mache, der muss jetzt eigentlich finishen, ne? Okay. Heilspray. Ich habe einen Plan. Crystallize. Ich habe aber Wasser-Crystallization, ne? Das macht keinen Sinn. Ich habe nur Typ Wasser. Ja, Akrobatik. Das wird aber nicht killen. Vielleicht bin ich auch langsamer. Vielleicht bin ich schneller. Zur Hälfte. Das kann nicht dein Ernst sein. Oh, er bufft sich aber! Er bufft sich aber! Er ist dumm! Er ist dumm! Er hätte gewonnen! Hätte mich einfach angegriffen! Hätte mich mit irgendeinem Tackle angegriffen, wäre ich gestorben. Okay, das vielleicht nicht, aber trotzdem. Ich habe gewonnen. Wieso schon schneller? Wieso schon? Was? Nein! Was? So, der Kampf läuft jetzt hier ein bisschen besser. Scaraborn hat zum Glück Fehlende verfehlt, deshalb ich konnte mich einmal eine Runde mir einmal sparen mit heilen. Vatalita hält sich relativ viel aus und macht das sich relativ viel Damage gegen Meistergriff. Also Vatalita ist auf jeden Fall hier the move. So. Sogar ein Crit. Und noch eine kleine Heilung. Ja. Jetzt kommen halt noch die anderen beiden, ne? Aber zur Lüdern habe ich geopfert, damit ich Dings heilen kann. Ogapon. Nicht Ogapon, Delphi Man, genau. Oh, Delphi Man kommt direkt wieder rein. Da war Gladi. Und was war ihr letztes Pokémon? Dieses Drachenvieh, ne? Ja, das Drachenvieh. Genau. Achso, und ich habe, glaube ich, Freddy einen Level oder so noch gegeben. Keine Ahnung. Ein paar. Damit es nochmal ein bisschen höher ist. Okay. Eigentlich haben wir es, weil Rollwende schnell genug sein muss. Nein, ich hätte Düsenhieb machen müssen. Ich habe die Verfangen. Oh, ich habe die Attacken verwechselt, Mann. Ich habe es verwechselt. Oh. Nee, ich glaube, das wird ein Zweiteiler, ganz ehrlich. Ich bin so am Struggeln hier. Das wird, glaube ich, ein Zweiteiler.
Ich hoffe trotzdem, dass ich euch irgendwie unterhalten und helfen kann hiermit, aber ja. Ja. So lächerlich, ey. Das ist witzlos. Ach man. Ja, Freddy eigentlich, ne? So. Damit ich ihn ready hab. Für den Kampf danach. Das wird mich nicht killen. Nevermind. Sag du Klinge ist freaking OP, wie es scheint. Und ich habe nur noch ein Pokémon. Ganz toll. Und ich dachte, der Kampf würde jetzt besser laufen. Ach, falsch gedacht. Aber ich darf anfangen. Immerhin. Und ein Crit. Ja, toll. Na gut. Na, okay, so viel besser läuft halt leider jetzt nicht. Grandiras. Ich hab nichts gegen dich. Delphi-Man hat Akrobatik. Ich heile ihn jetzt, ganz ehrlich, komm, Top-Beleber, ich will den Kampf jetzt schaffen. Ich weiß, wieder übelste Verschwendung. Vor allem, wenn ich den Kampf jetzt nicht schaffen sollte, aber. Ist mir egal, was soll ich machen? Junge, Seelentanz habe ich ja komplett unterschätzt. Also mal ganz ehrlich. Setup von allem? Tatsache, das ist ein Setup für alles. Aber er zieht halt sehr viel Leben ab. Aber er kann sich dadurch nochmal mit Heilspray. Ah, nochmal buffen. Das ist vorhin passiert. Er hat sich aufs Übelste hoch gebufft. Alright. Ja, was? Was? Der bufft sich nochmal? Ist der irre? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich mach so wenig damit, natürlich. Ah, bin tot. Das war für einen Shot. Okay, ich habe einen Plan mit Delphi Man. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt schneller bin. Er hat sich zweimal mit allem hochgebufft. Okay. Meine Idee ist. Passt auf. Düsenhieb. Unfassbar. Unfassbar. Duffy Man! Okay. Bisschen beruhigt. Die ersten beiden mit bisschen mehr Glück als Skill besiegt. Und Galagladi ist jetzt auch down. So. Sind wir wieder beim letzten Fee. Aber Level 80 diesmal. Nice. Grandiras. Und ich werde wechseln. Damit ich Delphi-Man aufheilen kann. Darf. Ja. Fatalicia rein. Fatalicia ist auf jeden Fall sehr gut gegen Meistergriff. Kann ich sagen. So. Grandiras kommt rein. Ich heile meinen Pokémon. Mach ich mal direkt. Reicht ein Hyper? Nein, reicht nicht. Meine Tränke gehen mir halt auch aus, wie ihr sehen könnt. Ich weiß nicht, entweder ich verschwende Top-Genesung oder ich muss nochmal in irgendeinen Laden gehen, gucken, ob die da irgendwo Top-Tränke haben. So, jetzt ist er da down. Passiert. Er fühlt sich krass. Hat sein Heilspray benutzt. Ich darf ihn nicht so bufft werden lassen. Aber das geht nicht anders. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie bei dem Kampf gegen Cynthia. Das BDSP. Knapp wird einfach extrem gebufft. Da kann man irgendwie nichts dran ändern. Ich muss einfach schnell genug Sachen balancen. So wie ich es jetzt endlich geschafft. Ja! The victory is ours, Gentlemen! Ein Crit sogar. Ach, geil! Auch wenn ich brauche, egal, geil. Mal gewonnen. Cool. Cool, cool. Aber was Neues hier. Du hast geschafft, mich zu besiegen? Yes. Boah. Also, Leute, das war viel zu schwer. Viel zu schwer. Und das Ding ist, es gibt noch weitere.
Wir haben erst... Was war das? Der dritte, oder? Wir haben jetzt drei besiegt. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Dann beim nächsten Mal. Ja, ich bitte erstmal in zwei. Weil... Ich brauche zu lange dafür. Versperrt mir jetzt erstmal den Weg? Bruder. Bruder. Ey. Ach, dann halt nicht.